Es ist ja noch gar nicht so lange her, da habe ich euch die neue JBL Flip 6 vorgestellt. Erstmals hat JBL dabei auch einen eigenen EQ eingeführt, mit dem über die App der Klang im Bass, den Mitten und den Höhen angepasst werden kann. Damals war es aber fraglich, ob JBL das auch für andere Modelle freigibt, aber scheinbar tut sich da jetzt was. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und heute verpassen wir der JBL Extreme 3 ein ordentliches Update der Firmware. Damit ermöglicht JBL nun den EQ auch für die Extreme 3 und das sollte auf jeden Fall zu mehr Bass führen. Damit ihr das Update machen könnt, braucht ihr überhaupt erstmal die JBL Portable App. Die gibt es für iOS und Android, wenn ihr sie nicht schon habt. Nun schaltet ihr die Extreme 3 ein und koppelt sie wie gewohnt mit eurem Smartphone, auf dem sich dann auch die installierte JBL App befindet. Startet jetzt die JBL App und wartet kurz, bis sie sich mit der Extreme 3 verbunden hat. Nun sollte das Update auch direkt angezeigt werden. Mit einem Klick auf den Button Update kommt ihr zur Übersicht, was das Update genau enthält und hier können wir neben Fehlerbehebung nun auch den Punkt EQ sehen. Unten nochmal auf Update klicken und dann geht es auch schon los. Rund 20 Minuten dauert der Vorgang und dabei muss das Smartphone neben der Extreme 3 liegen bleiben. Wenn sich das Smartphone-Display allerdings ausschaltet, das macht nichts, das Update läuft trotzdem weiter. Nachdem das Update nun auf die Extreme 3 übertragen wurde, startet sie sich im Anschluss neu und verarbeitet dann die neue Firmware. Das dauert nochmal einen kurzen Moment und dann bekommt man endlich den Hinweis, Update abgeschlossen. Ja, und das war's auch schon. Jetzt habt ihr in der App ein EQ für die Extreme 3. Nice. Bass, Mitten und Höhen könnt ihr jetzt per Regler anpassen und damit den Klang je nach Geschmack ändern. Beim Bass merkt man den Unterschied am stärksten in dem Lautstärkebereich, wo der Bass noch nicht reduziert wird, also so bis ca. 50% Lautstärke. Gerade in dem Bereich hat der Extreme 3 aber auch etwas Wumms gefehlt, finde ich, und das kann man nun herrlich nachholen. Den Unterschied hört man sofort. Ich habe den Bass dabei natürlich auf Maximum erhöht, ebenso ein leichtes Plus in den Mitten und Höhen oben drauf gegeben. Ja, was soll ich sagen, genau das hat auch gefehlt. Die Extreme 3 klingt damit ein ganzes Stück wuchtiger und man fängt sofort an zu grinsen. Bei steigender Lautstärke wird der Effekt des EQ dann aber auch immer weniger. Auf maximaler Lautstärke merkt man nur noch einen minimalen Zuwachs in den Mitten und Höhen, wenn überhaupt. Der Rest wird vom DSP glatt gebügelt. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht dran geglaubt, dass JBL so ein Update nachschiebt. Bleibt jetzt abzuwarten, ob auch andere Modelle nachziehen. Vielleicht noch die Charge 5, aber für ältere Modelle solltet ihr euch vielleicht erstmal nicht allzu große Hoffnung machen. Ich halte euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden. Zum Schluss hören wir natürlich auch noch kurz rein, was sich klanglich genau getan hat. Kramt eure Kopfhörer raus, because binaurale Aufnahme und so, ihr kennt das ja. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn dem so ist, dann lasst ein bisschen Support da in Form eines Abos. In diesem Sinne, ich empfehle mich und Soundcheck ab.